Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal aus dem Verkehrs- und Attraktivpark Dünen Zante. Hierbei handelt es sich um einen kombinierten Verkehrs- und Freizeitpark in den Niederlanden. Die Hauptattraktion ist hier wohl ganz klar der Verkehrsgarten, in der die Kinder in kleinen Autos durch die Straßen brettern können. Übrigens, das Ganze wird von einem Polizisten rekommandiert. Spaßig, aber auch ernst. Hier geht es schließlich um die Verkehrsregeln. Auch Spielplätze und Hüpfburgen für Kinder gibt es hier zu Genüge. Hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Wasserspaß gibt es hier in den Bumperboats. Tja, eine Art Autoscooter auf dem Wasser. Die Bootswasserrutschen sind immer wieder ein Riesenspaß und hier in dreifacher verschiedener Ausführung. Röhrenrutsche, Steilrutsche und Wellenrutsche. Aber erstmal muss hier das Boot selbst hochgetragen werden. Nix Förderband. Und das Ganze nochmal in Trocken als Teppichwellenrutsche. Besonders für Familien mit Kindern ist dieser Park ideal. Neben vielen familienfreundlichen Fahrgeschäften bietet der Park auch einen waschechten Dark Ride. Mit dem Spukhaus bietet der Park einen gruseligen Dark Ride, der für die Größe des Parks sogar gar nicht mal so schlecht ist. Mit dem London City Roller Coaster bietet der Park sogar eine waschechte Achterbahn an.
Mit der Supernova von Mondial bietet der Park sogar noch einen richtigen Kirmesklassiker an. Wer dieses seltene Fahrgeschäft noch einmal fahren möchte, kommt also nach Düne Sante, um dieses Schmuckstück noch einmal zu erleben. Mit dem Big Apple gibt es hier sogar noch eine zweite Achterbahn. Also gleich zwei Counts. Das war mein Video aus diesem kleinen niederländischen Freizeitpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir auch ein Like da. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal und aktiviert dann auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis bald! Achso, naja, das Essen war hier wieder gratis und das Trinken auch. Sieht man, oder?